Ja, die Leute nicht, vielleicht. Weil nächstes Jahr im Januar, also ist eh nicht mehr so lange hin, ne? Ich sag zwar nächstes Jahr, aber Ist ja so, also. ja, es ist so, aber es klingt irgendwie so, ja, ich sag mal falsch. Ja, das stimmt irgendwie. Also, und falsch meine ich jetzt hier nicht wie falsch pervers, sondern falsch wie es klingt irgendwie nicht richtig, das so zu sagen. Nee, absolut nicht. Weil ich fahre mit meinem Vater nach Tunesien in die Wüste. 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 Bäume gucken. Genau, Bäume gucken in der Wüste. Weil Wüste ist voll spannend und so. Nee, so schön Tunesien, Wüstentour und so, mit dem Auto übrigens, ne? Also nicht, dass ihr denkt, der Baller, der fährt da runter ins Touristengebiet und chillt in einem Hotel. Da stehe ich nicht so drauf, im Hotel zu chillen. Oh, hey. Zumindest nicht dauerhaft. Ich finde das mal ganz entspannt, aber das kann ich auch echt nicht länger als 2, 3 Tage. Ich hasse es eigentlich, im Irgendwie. Hotel zu chillen. Ich brauche ein bisschen Stress während der Reise. Ja, wie gesagt, so ein paar Tage kann ich das gut leiden, aber irgendwann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Ich habe gerade zwei Diamanten gefunden. Ich bin voll gut. Ich bin voll Kratz. der Ubaldit-Hexor. Yo, Bro. Aber ich finde hier aus dieser Scheißhöhle nie mehr raus. Boah, ich schlag mich hier gerade so stumpf durch die Gegend. Das ist bestimmt furchtbar langweilig zum Zugucken. Aber es Glaube ist ich. super geil, um nebenbei zu denken und zu erzählen. Ja, das ist richtig. Aber gehört ja auch dazu. Wir wollten sowieso damals immer nochmal minen gehen, weil wir ja wieder Materialien brauchten. Vor allem Eisen, ey. Ich habe gar kein Eisen mehr. Ich habe hier Steinwerkzeug, das ich hernehme, ne? Oha. Das ist irgendwie voll erbärmlich. Also sind das jetzt eben mal so ein paar Folgen meinen und machen wir ja sonst Meine schon recht und selten. Also erzählt, von dem genau. her. Da könnt ihr auch mal mit leben. Genau. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ich Ich weiß hab's nicht. vergessen. Einmal im Ferienlager? Was ist Nee, da passiert? nee, nee, nee. Aber da das. Ja, genau, jetzt habe ich's wieder. Da das Jahr ja bald zu Ende geht, hast du schon Weihnachtsgeschenke gekauft? Nö. Ich bin einer von den ganz harten. Ich gehe Weihnachtsgeschenke erst am 24. kaufen. An der Tanke. Na klar. Ja, Alles aber klar. nach Landschaft, hallo, ich muss arbeiten. Ja, das müssen wir alle. Also ich meine, ich hab gar keine Zeit, vorher Weihnachtsgeschenke zu holen, ne? Ja, ich meine, wir schreiben jetzt gerade, übrigens punktgenau den 13.12. Und ich gehe am Montag los. Habe ich mir Okay. jetzt fest vorgenommen. Stimmt, Wollte ich ein. ich wollte sowieso nochmal mit jemandem reden. Den kennt ihr auch von unseren Dingern hier, von unseren Let's Plays zusammen mit dem lieben Sparrow. Ja, CPT Flow. Mit dem wollte ich auch nochmal sprechen. Von Aha. dem brauche ich auch nochmal ein paar Infos. Für Aha. was? Für meinen Bruder eventuell. Seine Freundin. Aha. Von Flo? Das musst du mir später mal erzählen. Ja, kann ich hier später. Können wir später mal drüber quatschen. Vielleicht kannst du mir sogar auch helfen, das weiß ich nicht. Geht's um Pornos? Bin ich gut drin. Nee, hallo. Die beiden heiraten nächstes Jahr. Die brauchen keine. Obwohl, vielleicht brauchen sie genau deswegen keine. Manche machen das. So, Pärchen, die da sich da Anregungen holen, gibt es alles. Du Schatz, das müssen wir mal probieren. Das sieht total heiß aus. Ich Du, finde es das, voll der toll. macht das mit dem Pferd, du. Nennt sich die Reiterstellung. Das ist, ne, Herr der Ringe. Ja, mach mit den Gandalf. Willst du damit sagen, ich habe graue Haare am Sack? Schön. Ja, schön, dass wir drüber geredet haben Ja. eigentlich. Aber um auf mein Ursprungsthema wiederzukommen, bevor wir auf die Pornos gekommen sind, Auf die ist eigentlich Gandalf-Pornos. Weihnachtsgeschenke, also Weihnachtsgeschenke shoppen, finde ich eine ganz schwierige Sache und super nervig. Ja, das hasse ich auch, aber das ist auch immer so eine Sache, weißt du? Das ist immer so, ja. Wie gut kennst du jemanden? Wenn du jemanden so richtig gut kennst, hast du vielleicht so eine spontane Idee, was du den Leuten schenken kannst, ne? Wo du auch sagst, okay, das ist was. Aber auch gerade so diese Elternsache, ne? Was schenkst du deinen Eltern? Ja, ich finde Eltern auch echt schwierig und das sind eigentlich abgesehen von der Freundin, wenn ich dann eine habe, sind es auch die einzigen, die was bekommen von mir. Kriege ich nichts? Nein. Vielleicht wieder ein LOL-Charakter oder ein LOL-Skin oder so. LOL-Charakter kriege. Ja, Yasuo kommt ja jetzt dann demnächst. Ne? Das Ja. würde gehen. Aber nee, will ich gar nicht. Ich will kein scheiß Skin von dir. Huch, da kam Kies runter. Aber es gibt bei mir genau eine Person, bei der ich immer sofort weiß, was ich ihr schenken kann. Das ist ganz toll. Aber ansonsten bei meiner Mutter, bei meinem Vater ist das echt verrückt. Also stehe ich dann im Laden und denke dann so, ja, und was jetzt? Kaufe Ja. ich denn so? Und wobei dieses Jahr habe ich endlich mal eine gute Idee. Nee.
für beide sogar. Ich muss ja mal getrennt kaufen, weil meine Eltern ja nun mal auch getrennt sind. Und Ich hab für meine Eltern wieder dasselbe wie jedes Jahr. Eine Socke? Nee, das ist mein, das, ganz ehrlich, Socken sind mein Standardwunsch von meinen Eltern zu Weihnachten. Socken sind super, also man kann sagen, was man will, aber wann kauft man sich mal Socken? Sei mal ehrlich, man ist froh, wenn man sie von seinen Eltern zu Weihnachten kriegt. Meine Eltern haben mich dieses Jahr auch schon wieder gefragt, was willst du zu Weihnachten? Ich so, ja, das ist ja selbst wie jedes Jahr. Ja, schon wieder Socken und Unterboxen. Ich so, jo, wie immer halt. Also Socken finde ich großartig. Das auch, also wie gesagt, das ist mein Standardwunsch zu Weihnachten eigentlich so. Jo. Socken und Unterhosen. Da mir immer nichts einfällt, sag ich einfach, pff, ein bisschen Geld oder so. Geld kann man ja immer mal gebrauchen. Überrasch mich! Letztes Jahr habe ich ein bisschen Geld und so eine Sammlung von Jack Daniels bekommen, wo dann so verschiedene Jack Daniels Sorten drin waren. Ich bin zwar nicht so der riesen Jack Daniels Fan, aber es war eben einfach so kleine Flaschen, die kann man dann auch mal trinken, weißt du? Das ist doch eigentlich auch nicht schlecht. Ja, das fand ich gut. Also das ist eben so ein kleines Gimmick irgendwie und dann eben das Geld, ne? Und Geld, na wie gesagt, da habe ich jetzt noch ein bisschen was vor, was ich mir noch so kaufen will. Eine Prostituierte und was noch? Nee, ich brauche zum Beispiel mal ein gutes Fotobearbeitungsprogramm. Willst du deine Fotos, Photoshop hier, ne? Willst du deine Fotos photoshoppen? Ja, bei Photoshop kann sich ja kein Mensch leisten. Hast du die Preise mal angeguckt? Gibst du nach hinten um. Und da ich nicht so auf illegale Versionen stehe, habe ich da eben keine Lust drauf. Ah, so eine Sekunde, ich bin nochmal kurz weg. Da schnüffelt er nochmal eben an seinem Tuch. Nee, ich schnüffel jetzt einmal ein Tuch und vorher ziehe ich nochmal hoch den ganzen Ratz in der Nase. Bis gleich. Ja, stellt euch das bitte jetzt sinnbildlich vor. Wie Balas jetzt da sitzt, tief einatmet und man hört es quasi. Jetzt habe ich eigentlich damit gerechnet, dass er sich entmutet. Schade, macht er nicht. Na gut, Glück gehabt. Jetzt habe ich vergessen, wo wir waren. Balas, wo waren wir? Beeil dich. Ich habe den Faden verloren. Ja, das Lava, oder? Bei den Weihnachtsgeschenken. Weihnachtsgeschenke, stimmt, hier ist Lava. Ich schenke Jubi zu Weihnachten Lava. In sein Haus. Guck mal, da freut er sich bestimmt. Wenn man sieht, dass die ganze Bude brennt. Oh, Balas, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Voll lieb von dir. Das wollte ich schon immer mal haben. Oh, Junge, Pluto. Genau. Ich wünsche mir ein Fahrrad zu Weihnachten. Kreativ. Ja. Als Fahrradverkäufer. Tja. Wünschst du dir was zu essen zu Weihnachten? Aha. Übrigens, ja genau, weil da waren wir ja gerade dabei. Meine Eltern kriegen von mir zu Weihnachten so einen, ich weiß nicht, kennt ihr bestimmt, diese großen Serrano-Schinken. Ja. Boah, geil. Das kriegen die jetzt alle Jahre wieder von mir. Oh, ist doch aber auch geil. Das war so geil, als ich das erste Mal das meinen Eltern geschenkt habe. Ich hab das Ding gesehen im Laden. Ich habe mir gedacht so, ja, eigentlich keine schlechte Idee, ne? Dann habe ich ihn einfach mal mitgenommen und habe den meinen Eltern geschenkt, dieses Riesenpaket da. So, ne? Hier, patsch, ein Stück Fleisch. Das war halt einfach so geil. Meine Eltern, die waren schon ganz himmelig, weil ich hab halt vorher schon gesagt, so, ja, hier, ich bräuchte, also wenn es geht, müsste mich mein Vater zu Hause abholen, weil ich habe ja kein Auto. Weil das durch die Gegend schleppen ist ein bisschen scheiße. Da war ich schon ganz ziemlich, oh, was ist da drin? Die haben es halt so ein paar Tage vorher schon abgeholt gehabt. Ne? Ja. Weil mein Vater macht den Weihnachtsmann für meinen Neffen noch mit. Und auf alle Fälle, die waren total aus dem Häuschen schon so, das kann sein. Ja. Bis es dann endlich soweit war und dann hat meine Mutter das Ding ausgepackt und der Blick so, der ist praktisch erstmal so das Gesicht eingeschlafen, so. Was? Ja, so, bist du wahnsinnig, ne? So von wegen so, ja, es ist doch so arschteuer und so weiter, ne? Also ich finde, für das, was du da dran hast, ist das ein absolut angemessener Preis und absolut geil. Ja. Und wie gesagt, auf alle Fälle halt so ein bisschen so, bist du wahnsinnig, ne? Ja, ein paar Wochen später, nachdem das Ding dann aufgegessen war. Du weißt aber, was wir uns nächstes Jahr zu Weihnachten wünschen. Ja, finde ich ehrlich gesagt eine coole Idee. Also es ist halt nicht so. Jedes Jahr zu Weihnachten so ein Ding, ne? Ja, es ist halt kein materieller Schnickschnack irgendwie, ne? Ich fand's halt auch super praktisch. Und ich habe mir gedacht, so ja, schenkst du ihm das, ne? Kannst auch mal vorbeischauen und ein bisschen was dran rumnaschen. Ja, man schenkt ja nie uneigennützig. Nee, würde ich nie machen. Also, es ist alles total uneigennützig, was ich verschenke.
Nee, also ja, wie gesagt, deswegen, und das war eigentlich ganz cool, vor allem, wie gesagt, also ich werde niemals vergessen den Blick von meiner Mutter, als sie erstmal so voll geschockt so, und bist du wahnsinnig? Also wie gesagt, das werde ich nicht vergessen, nee. Das war cool. Ja, finde ich aber auch, wie gesagt, tatsächlich eine echt großartige Idee. Muss man erstmal drauf kommen. Jetzt kriegen alle Mütter zu Weihnachten ein Serrano-Schinken. Zumindest alle eure Mütter, ne? Genau. Und ich kaufe auch einen. Ihr kauft auch einen, okay. Ich kann euch da was verkaufen, wenn ihr wollt. Aber Rabatt gibt's nicht. Vergesst das. Jetzt halt doppelt. Oh. Traurig, nicht wahr? Das ist der Ballast-Zuschuss, ne? Also ihr müsst der Ballast-Zuschuss. Der stinkt ja, weil du ihn angefasst hast. Da zahle ich weniger. Da muss man mehr zahlen, Mann. Das ist jetzt veredelt. Ne? Veredelt. Das ist nicht veredelt, das ist zugedampft, du Drecksack. Geh duschen. Ich bin Gamer, ich dusche nicht. Sagt RTL. Niemals. Was RTL sagt, muss stimmen, ne? Ja, das natürlich. Ist Fernsehen.